Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, das ist eine Finte, hier steht ein Zug. Aber, hier fährt einer. Trotzdem, wir werden uns jetzt mal kurz ansehen, was hier nicht genau stimmt, beziehungsweise wie wir das verbessern können. Ich hätte da eh schon eine grobe Idee. Und zwar, wir schauen mal hier, die Universallinie fährt hier raus, geht dann in dieses Gleis rein. Der werden wir jetzt ein eigenes Gleis spendieren, würde ich sagen. Wenn sie hier so lang fährt, kann sie hier rüber. Jetzt fährt er eh. Ja, wir nehmen mal die Unilinie aus der Schusslinie, würde ich vorschlagen. Also, das würde heißen, wenn wir hier rauskämen, was wir auch tun. Das reicht ja eingleisig. Das ist eine Rundlinie. Und irgendwie, wir können hier ja sogar andocken. Dass wir das so machen. Ich wollte eigentlich hier quer rüber, aber das geht ja auch so. Und zwar problemlos. So, und jetzt müssen wir hier wieder ins rechte Gleis rein. Da würde ich uns sogar noch ein paar Meter gönnen. Geht das hier noch weiter? Ja, aber das sieht dann komisch aus. Ja, nö, sieht nicht komisch aus. Bis hierhin würde es gehen. Das geht sogar noch weiter. Das geht eigentlich bis ganz nach vorne. Das geht ja dreigleisig. Die Frage ist, ob wir das wollen. Wo hört das denn auf? Hier. Da ist eh gerade einer unterwegs. Ja, aber so lang muss es nicht sein, weil das Gleis hier ist nicht irgendwie von dem Stau betroffen. Ich würde mal sagen, wir gehen hier vorne rein. Einmal diesen und einmal hier irgendwie raus. Das klappt auch schon hervorragend. Mal gucken, ob die Linie das eh gleich selber ändert. Nee, ich hätte jetzt gedacht, weil es vielleicht der kürzere Weg ist. Jetzt haben wir hier aber noch ein Signal. Das gehört so nicht hier hin. Das wäre aus der Richtung kommt. Das gehört genau davor. Zack, einmal der. Signale. Das hier. Zack, hier hin. Und schon passt das wieder aus der anderen Richtung. Haben wir hier ein Signal und hier ein Signal. Das ist in Ordnung. Ja, gut, jetzt müssen wir das halt mit dem Wegpunkt lösen. Das kriegen wir hin. Das ist direkt nach Weißwasser. Das müsste eigentlich machbar sein, dass wir einen Wegpunkt einfügen. Da bin ich eigentlich guter Dinge. Machen wir den mal hier hin. Zack, einmal so. Dann brauchen wir die Universallinie. Hier steht einer, der wartet, apropos. Du müsstest jetzt Linie verwalten. Nach Weißwasser. Wo haben wir denn Weißwasser? Oh, hier haben wir noch einen Wegpunkt Weißwasser. Der ist hier. Der ist falsch, beziehungsweise den ersetzen wir genau. Zack, einmal weg. Und dann hätten wir hier gerne den hier. Klappt das? Geht die schwarze Linie darüber? Es wird spannend. Na? Rechen, rechen, rechen. Jawohl, Pling macht's und keine Fehlermeldung, das ist schon mal schön. So, schauen wir mal. Aha, jetzt hat er hier aber das Gleis gewechselt. Das muss nicht sein, geh wieder darüber. Oh, kommt der... Von wo war denn der vorher unterwegs? Von hier wahrscheinlich. Da kommt er nicht ins Gleis rein. Doch, da kommt er doch rüber. Hier ist doch eine Möglichkeit. Lass mich mal schnell gucken. Ja, hier müssen wir aktivieren. Okay, er ändert es selber nicht, dann ändern wir das. Das wäre in Weißwasser nicht die... wo haben wir es? Nicht die 8, sondern man reiche wir die Zahlen, die 5 zum Beispiel. Also, das wäre dann hier. Ja, und das geht auch. Sauber. Nehmen wir die Linie nochmal raus. Dann haben wir das doch bereits behoben. So, einmal den hier. Der fährt jetzt falsch, der fährt nachher wieder richtig. Aha, hier ist es dann so. Ja, von hier kommend. Da haben wir aber das Signal hier. Ja, der fährt ein paar Meter weiter. Aber jetzt haben wir die sozusagen hier aus dem Schuss raus. Auf der Rückfahrt. Das heißt, die anderen können auch wieder besser fahren. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ja, hier einfädeln. Da haben wir das Signal. Das müsste passen, denke ich. Da haben wir der Universallinie wieder ein bisschen geholfen. Ach, der könnte ich jetzt hier reinfahren, weil der andere im falschen Gleis war. Genau deswegen geht das. Ist der da hinten los oder weiter gedüst? Jawohl, da ist er. Sehr schön. Da kommt eh gerade noch ein anderer, so wie es aussieht. Ja, er hier. Könnte die BR-103 sein? Jawohl. Hier ist der Kollege und da kommt der andere Kollege von der gleichen Linie, der muss dort schnell warten. Aber das ist schon dieses Weißwasser, ist halt schon einfach ein cooles Städtchen. Hier mit dieser Skyline direkt am Meer, mit der Brücke hier für den Hybrid. Und hier oben die Burg, genau, und hier noch der Güterbahnhof höher gelagert und hier oben der Personenbahnhof. Wo jetzt gerade die BR-103 reinfährt, das würde ich noch gerne mitnehmen. Schon ein schöner Zug halt. Vielleicht einer der schönsten, würde ich sogar sagen. Mir gefällt halt die BR-103 tatsächlich sehr gut und diese Rheingoldwagen halt auch. Kenne ich aus der Realität nicht, finde ich aber schon sehr schön. 105 Leute. Uiuiui, okay, also. Die Linie, die funktioniert. Haben wir hier irgendwo
Mit einem Weißwasser 130 Leute wäre er hier. Der wartet gerade auf freie Wege in Weißwasser. Nee, der fährt im Moment. Wo bist du? Hier hinten irgendwo? Hier fahren sie. Da ist er. Hier. Können wir dem auch noch helfen? Wenn wir hier schnell die Linie nehmen. Weiter nach vorne. Jetzt ist ja der andere Zug weg. Eigentlich hätten wir hier doch noch ein Signal. Warum fährt der nicht bis zu dem Signal vor? Hier ist doch ein Signal. Dann hier vorne ist eins. Da. Zählt das nicht? Interessiert uns das nicht? Oder warum fährst du nicht? Fährt er jetzt? Ja, jetzt setzt er sich in Gang. Interessant, weil hier noch ein Gleis reinkommt. Wir könnten hier natürlich, wisst ihr was, hier setzen wir ein Signal hin, weil das ist ja ohne Gegenverkehr, also das funktioniert. Wenn wir hier bei der Einfädelung das hier so machen, nochmal die Kontrolle, wir haben hier keinen Gegenverkehr, jawohl, das ist richtig. So, dann müsste der Streckenabschnitt hier freigegeben werden. Das würde im Endeffekt heißen, dass der jetzt künftig auch fahren kann, zumindest bis zu diesem Signal hier vorne, genau. Und dann haben wir eine Autosave. Fährt er weiter? Doch, er ist, glaube ich, über das Signal rüber. Gut, dann passt das. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir eine IR. Yannick, der die Liste gemacht hat mit den fehlenden Verbindungen. Danke nochmal dafür, eine Riesenliste. Das habe ich gar nicht gesehen. Der hat auch ein paar IR-Strecken rausgesucht. Und die ich jetzt machen möchte, wäre, weil wir eh gerade hier sind, von Weißwasser nach Rom und dann nach Singapur. Das heißt, wir können hier eh gleich nochmal gucken. Oder sagen wir, nee, wir machen die Linie. Kommt, wir machen so, wie wir es immer gemacht haben. Und schauen, was meint das Spiel dazu. Ne, das ist schon mal falsch. Weißwasser Cargo. Wir würden gerne hier rein. Machen die Doppel-Lines. Nochmal. Dann geht's, jetzt muss ich gucken, nach Rom. Das müsste ja theoretisch funktionieren. Also hier nach Rom rein. Und von Rom geht's nach Singapur. Jawohl, dankeschön. Singapur haben wir. Gut versteckt. Das ist Yokohama. Hefei ist da oben. Hier, das müsste Singapur sein. Jawohl, ist es auch. Ein Kopfbahnhof. Okay, immer eine Herausforderung natürlich. Wir werden gleich gucken. Ja, das stimmt so schon mal nicht. Das werden wir ändern. Aber wir werden hier wahrscheinlich noch einiges ändern. Von Singapur, ja, würde ich eigentlich wieder nach Rom zurück. Wäre sinnig, denke ich. Machen wir mal. Müsste auch funktionieren. Und dann geht's von Rom zurück nach Weißwasser. Das ist schon mal in Ordnung. Können wir die Linie mal haben, dann können wir nämlich mal gucken, von Weißwasser auskommend, was das Spiel hier draus macht. Von Gleis her, das wäre schon mal richtig, das ist ein Gleis, das frei ist, das weiß ich von vorher, man sieht es hier. Das passt schon mal. Das wird hier zweigleisig, geht dann in die Richtung, hier das Unigleis, das neu gebaute. Aha, und dann geht's hier, da sind wir schon in Rom, nee, dann sind wir in Medan. Aha, dann fahren wir einfach mal durch Medan durch. Ja, hier steht eh schon wieder einer, und zwar wieder die Unilinie. Ob das jetzt so massiv clever ist, hier nochmal durchzufahren? Naja. So, das geht dann nach hier hinten. Dann macht es hier die Biege. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Dann geht es hier allen Ernstes durch Incheon durch. Und von hier geht es dann nach Rom. Mhm. Das muss doch schneller gehen. Wenn wir hier gucken, hier war ein Gleis. Moment, also wir fahren, oder wir können ja sogar hier hinten raus, ist ja auch nicht verboten. Wenn wir hier hinten rausfahren, kämen wir doch via der Strecke hier an Nidwerder vorbei. Guck mal, da ist doch Rom. Also das ist ja Blödsinn, hier dieses Querfeld ein. Die Frage ist halt, ob wir das angeschlossen haben, das weiß ich gerade nicht. Also das wäre dieses Gleis. Doch. Doch, würde gehen. Also hier lang, hier rauf. Ich guck mal schnell, wer hier alles drauf ist auf der Linie. Der eine oder andere. Eine Güterzuglinie ist das sogar. Okay, ja, da können wir ohne Probleme rein. Hier dran vorbei. Und dann führt uns das doch von hier direkt da rein nach Rom. Das funktioniert. Das müssen wir aber mit Wegpunkt lösen. Ich finde es interessant. Das ist doch die kürzere Strecke wie das, was das Spiel will. Guck mal hier. Ja, wobei, nee. Wir haben hier halt einfach zweimal durch Bahnhöfe durch. Ja, aber das ist tatsächlich, das glaube ich, die kürzere Strecke. Allen Ernstes. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Na gut, dann müssen wir das mit Wegpunkten lösen. Dann wird der Zug das hoffentlich machen. Wir schauen mal. Haben wir hier keine Wegpunkte bei der Strecke? Das ist so eine lange Strecke. Allen Ernstes nicht. Hier steht aber auch schon wieder einer. Ach du Grüne. Okay, wir machen es trotzdem. Also. Wegpunkt, ahoi. Oh, Fehlermeldung.
Ja, ich setze mal noch schnell den Wegpunkt. Mal gucken, wer ein Problem hat. Wir kommen gleich. Wir sind gleich bei dir, liebe Problemlinie. Also von Weißwasser. Wir kommen gerne hier lang nach Rom. Von Rom nach Singapur ist dann egal. Aber von Rom zurück nach Weißwasser würden wir dann hier lang gerne. Das müsste gehen. Das kann, ja gut, das kann natürlich jetzt trotzdem sein, dass es eine Fehlermeldung gibt. Wir wissen ja nicht, was das hier ist. Ja, wird aber gemacht. Anstandslos. Man sieht, jetzt fährt er hier hinten durch. Und hier oben fährt er nach Rom. Und den Rest der Strecke, das gucken wir uns dann an. Okay, der geht hier rüber. Und der nächste Weg, aha, fährt er dann hier lang. Ich habe gerade gesagt, gucken wir uns dann nachher an. Aber jetzt irgendwie bin ich gerade gespannt. Da ist dann Singapur. Okay, das macht Sinn. Also das können wir machen. Ja, das ist okay. Gut, dann die Linie 1 finden wir wieder. Wo blockieren sich Züge und warum? Wir düsen mal hier hin. Wo sind wir denn hier? Aha! Ist ja auch interessant. Da haben wir vor irgendwie, keine Ahnung, 10 Folgen oder so umgebaut. Das hat immer funktioniert. Sie sind wieder gefahren und jetzt blockieren sie sich. Wer blockiert denn hier wen? Lass mich mal nochmal gucken. Das müsste der hier sein. Und das müsste der hier sein. Die blockieren sich. Und die blockieren sich. Warum? Ja, ja, wir machen ja gleich. Weil er wieder zu lang ist. Das ist wieder ein zu langer Zug für diesen Abschnitt. Ich muss mir wirklich angewöhnen, da habt ihr recht. Da stand in den Kommentaren. Solche Einfädelungen, da müssen irgendwie, da muss viel mehr Platz dazwischen sein. Sonst haben wir genau diese Probleme. Ja, da stehen sie tatsächlich wieder. Wie lösen wir das? Den müssen wir halt in dem Bereich hier lassen. Dass wir dieses Signal hier wegnehmen. Hier vorne. Ist ein bisschen blöd, weil das ist für den hier eigentlich auch nicht so schlecht. Hilft aber nicht. Okay, oder wir kürzen den. Finde ich aber halt auch immer eine unschöne Geschichte tatsächlich, wenn wir Züge kürzen. Ja, der kann halt nicht hier lang. Der kann nicht weiterfahren, weil der im Weg ist. Das ist tatsächlich das Problem. Ja, das Signal muss da weg. Also, Bagger. Jetzt nicht die Brücke, sondern das Signal. Dankeschön. Dann hat er wieder ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich ihn drehen kann, sonst müssen wir ihn wieder verkaufen. Nee, das bringt tatsächlich nichts. Also, Fahrzeug verkaufen. Wir haben das Problem ja mit dem Signal hoffentlich gelöst. Das heißt, wenn wir ihn klonen und diesen hier verkaufen, dann sollte das eben künftig auch wieder funktionieren. Was wir hier haben, dass wir fahren können. Höchstens, der wäre jetzt, der ist natürlich auch, huiuiui, okay, der hat auch eine gewisse Länge. Wie löst der das Problem jetzt? Der fährt in den Bahnhof rein wahrscheinlich. Ja, der fährt da rein. Hier vorne stehen sie auch, das hat aber wahrscheinlich wirklich mit dieser Blockade zu tun, weil der kann nicht fahren. Der kann aber jetzt fahren, wenn der im Bahnhof drin ist. Das ist halt einfach der Unterschied zu vorher. Und wenn hier künftig so ein langer Zug kommt, dann wird er hier bei diesem Signal halten und hier nicht in den Klüngel reinfahren. Jo, mach mal. Genau, jetzt kann er rausfahren. Das heißt, als nächstes kommen die dann raus. Und das heißt, der Alex, der fährt dann da wieder rein. Das müsste soweit passen. Auch der Kollege hier. Das sind ja eh diese schönen holländischen Züge, die niederländischen. Der kann auch schon fahren. Bis wohin? Ja, wahrscheinlich bis in den Bahnhof rein, weil das Signal hier vorne haben wir ja weggenommen. Das müsste also funktionieren, dass der hier fährt. Jawohl, da fährt der andere auch. Schön, sie bewegen sich wieder. Ist halt ein Bahnhofsgebiet, da steht auch mal ein Zug. Aber die stehen jetzt sowieso nur, weil wir hier gerade wieder ein Problem hatten, tatsächlich. Weil dieses Signal. Ja, das Signal ist schon richtig für den Bereich der Strecke hier. Aber eben für den Bereich ganz bestimmt nicht. Der steht dann, der hier, der würde jetzt auch hier vorne stehen. Hat eine gesunde Länge, ist jetzt nicht so extrem. Aber der würde wahrscheinlich auch die Weiche verstopfen. Da können die von da wieder nicht mehr in die Richtung. Hat also schon eine ganz einfache, logische Lösung gehabt sozusagen. Warum fährt jetzt er nicht? Weil er gerade rausfährt. Ja, okay. Gut, aber im Groben passt das doch. Gut, dann lasst uns mal unsere Linie 1 nochmal aufrufen. Wäre die hier. Jetzt haben wir gesagt, von Rom aus, das ist eigentlich soweit okay. Ja, dann fährt er hier lang. Macht den hier. Fährt halt hier durch Dingens durch. Durch Dingens durch vor allem, genau. Durch Heisenberg City. Und macht das sogar zweigleisig. Hatten wir nicht das Problem, dass das irgendwie nicht funktioniert hat? Ja, wir wollten mal hier außen lang. Und das hat haargenau nicht funktioniert. Das funktioniert. Wie viele Züge fahren hier schon hier lang? Das geht problemlos. Guck mal. Da haben wir sogar auf der Rückfahrt haben wir ein freies Gleis. Und das hier, das blaue, das ist, oder dieses bläuliche,
Das ist Beach Resort Heisenberg City. Ja, passt. Können wir machen. Das ist doch okay. Und hier hinten dann in Rom rein. Nee, Blödsinn, in Singapur rein. Gut, dann schauen wir mal ganz schnell in Rom dieses Gleis. Hier sind, glaube ich, eh alle Gleise belegt. Also von daher, ja, nicht doppelt. Und das hier schon, aber ich finde das jetzt nicht so schlecht, wenn er da reinfährt. Vor allem, er kann eigentlich gar nichts anderes machen, wenn er von hier kommt. Kannst du machen, da bist du in der Unilinie drin. Bin ich jetzt so verkehrt nicht? Ich guck mal ganz schnell. Ja, das ist alles Unilinie. Hier steht doch schon wieder die Unilinie. Sag mal, hier stehen doch schon wieder. Hier stehen doch schon wieder irgendwelche Kollegen rum. Trotzdem schnell gucken. Ja, das ist soweit schon richtig. Also wir lassen das mal mit dem Gleis. Jetzt aber sowieso gerade wieder ein anderes Problem. Dass die hier nicht mehr wollen. Hier aus Rom raus. Hier, das ist wieder die BR-103. Da fährt wieder gar keiner mehr. Das ist ja auch interessant. Warum fährst du jetzt zum Beispiel nicht? Weil der halt im Weg ist. Wollen die in den Bahnhof rein? Was ist hier sozusagen die Ausrichtung? Der möchte in den Bahnhof rein. Der hat im Prinzip den gleichen Weg fast wie wir nachher mit der anderen Linie. Allerdings, man sieht's, im anderen Gleis drin. Ja, warum macht er das nicht? Ist hier einer im Weg? Er ist im Weg. Okay, haben wir hier wieder Stillstand? Zieht sich das wieder durch? Hier bis... Ja, hier steht er auch. Er steht. Und hier vorne ist diese Gabelung. Hier bewegt sich. Das ist ja interessant. Jetzt stehen wir da hinten. Aber das bewegt sich. Gut, eben für künftige Sachen ganz klar. Ich werde nicht mehr solche Einfädelungen machen alle 10 Meter. Das ist einfach relativ schwierig, sagen wir mal so. Warum möchtest du gerade nicht fahren? Du fährst hier lang, hier rein. Oh, da haben wir auch so einen dreigleisigen Kollegen. Die Werkzeuglinie. Rom, 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 Rom. Wegpunkt Incheon. Das sieht schon mal merkwürdig aus, das Ganze. Das gefällt mir nicht. Haben wir den drin? Den haben wir drin. Deswegen fährt er hier lang. Er fährt aber halt auch wieder dreigleisig, komischerweise. Was ist das für eine Linie, wenn wir es genau nehmen? Von Heisenberg City Anbau nach Shantou Abzweigung. Wie wäre es denn, wenn wir hier einfach die Wegpunkte mal rausnehmen und mal gucken, was die Linie dann macht? Das mache ich tatsächlich mal. Weil so ist ja Käse. Also weg, weg, weg. Wegpunkt weg. Wegpunkt weg. So, jetzt bin ich selber gespannt. Aha, dann wird das hier so genutzt. Okay, hier hinten. Er kann immer noch nicht fahren. Hier Rom, das ist in Ordnung. Da fährt er dort in sein Gleis rein. Und hier vorne macht er dann den hier. Mit Rechtsverkehr. Hier ist im Prinzip wieder nicht Rechtsverkehr. Das ist eigentlich wieder falsch. Und zwar der ganze Weg über. Warum ist das so? Ich guck mal schnell. Von den Linien her. Das ist bei allen so. Okay, interessanterweise. Ja gut, wenn es bei allen so ist, ist es in dem Sinn nicht falsch. Es ist nicht verboten, in die Richtung zu fahren. Aber wisst ihr, was natürlich das Problem ist? Dann haben wir hier kein Signal in die Richtung. Das funktioniert so nicht mit den Signalen. So, jetzt weg hier? Ne, der steht immer noch. Weil er hier kein Signal hat, nirgends. Das hier ist in die andere Richtung. Wir machen mal Signale. Hier haben wir eine Weiche, das würde heißen hier davor. Wobei, da kommt auch noch einer rein, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wenn wir jetzt hier doch in die Richtung düsen, dann bräuchten wir... Oder stimmt das? Ne, stimmt eben nicht. Doch, hier ist doch ein Signal. Doch, es stimmt eben nicht. Also, beziehungsweise... Das ist dann in die andere Richtung. Haben wir das schon so gemacht? Hier ist ein Signal. Ja doch, guck mal, es stimmt. Nee, nee, dann habe ich Käse erzählt. Also die Signale sind da. Aber er möchte, glaube ich, trotzdem nicht fahren. Nee, so richtig Lust hat er dazu nicht. Einmal hier rüber. Hier vorne stehen sie ja nicht. Nee, guck mal, hier ist wirklich Betrieb. Also hier fahren sie. Der andere dort hat irgendwie eine Krise. Aber hier ist doch alles frei. Der kann doch fahren. Hier ist doch alles frei. Der fährt nicht. Ich drehe den mal, vielleicht hat der sich aufgehängt. Dann fährt er in die andere Richtung. Ja, ja, Fehlermeldung. Jetzt überfährt er das Signal.
Und fährt aber. Ja, logisch fährt er, weil die Linie ist ja frei. Der hat sich irgendwie mit dem Signal hier, glaube ich, verhaspelt. Kann das sein? Kann man sich mit Signalen verhaspeln? Ich weiß es echt gerade nicht. Aber irgendwie wollte er nicht fahren. Jetzt fährt er und das problemlos. Ja, jetzt hier lang. Achso, ne, auf der anderen Seite, genau. Habe ich hier aktiviert? Ja, habe ich aktiviert. Okay, das sollte ich mir auch abgewöhnen, habt ihr geschrieben. Zumindest nicht überall. Bin ich auch eurer Meinung. Das war so eine Freude daran, dass man es machen kann, weil das konnte man früher nicht machen, vor ein paar Jahren. Heutzutage kannst du Doppelkreuzungsweichen aktivieren. Die habe ich immer fröhlich alle aktiviert. Da müssen wir auch ein bisschen genauer gucken, habt ihr recht. Also jetzt fährt er, der hat sich, glaube ich, einfach aufgehängt. Ich wüsste nicht, warum der hier stehen müsste, wenn dort die ganze Strecke frei ist. Jetzt fährt er. Die BR-103 wartet hier aber noch. Ne, die fährt jetzt auch los. Ja, so löst sich das halt wieder auf. Es reicht ein Zug, der irgendwie einen Käse macht und steht, dass er die anderen halt blockiert. Der kommt hier nicht raus. Das ist der Grund, warum die Unilinie hier steht. Wenn der andere jetzt aber fährt, müsste er ja auch fahren können. Wir gucken mal schnell. Sehr schön, da haben wir den noch. Ja, Züge gucken in Rom. So, was Nettes. Soll ich mal schnell gucken? Ich guck mal. Einmal den hier. Jetzt ist auch der andere Zug weg. Achso, wir haben gerade einen Autosave. Gut, da bewegt sich gar nichts. Hier haben wir ein Signal. Hier im Tunnel ist, glaube ich, niemand mehr. Da müsste er doch wieder fahren können. Merkwürdig, jetzt steht der auch. Achso, ja gut, wir haben einen Autosave. Aber der steht immer noch. Das ist deutlich zu sehen, der steht immer noch. Hier haben wir auch keine Signale. Doch, hier haben wir doch auch eins. Dann müsste dort ein Zug im Weg sein. Den sehe ich halt nicht. Der fährt. Oder kann er jetzt? Ne, der fährt ja da lang. Das ist irgendwie relativ tricky, hier rauszufinden, ob hier ein Zug im Weg ist. Wenn ich hier raus scrolle. Sehe ich es auch nicht. Hier müsste da einer im Weg sein. Dann haben wir hier ein Signal. Hier ist aber keiner mehr. Das heißt, wenn hier einer im Tunnel wäre, müsste der ja jetzt fahren können nach da. Das müsste doch jetzt gehen. Dann haben wir hier ein Signal. Jawohl. Da fährt er jetzt rein. Aber das ist ja vom Signal her geregelt. Ach, da haben wir es doch. Da fährt halt nochmal einer in dieses Gleis rein. Und der hatte Vorfahrt. Der hatte Vorfahrt gegenüber der BR-103. Okay, und solange die halt hier steht, ist dort sowieso zu. Ich würde sagen, wir könnten mal, ich meine, wir haben die Strecke ja. Gleise gebaut haben wir nicht, von daher brauchen wir keine Signale geben. Hier, der fährt auch. Und hier, das ist halt wieder eine Kumulierung, das ist logisch, eben weil der hier nicht rauskam. Der hier. Der müsste jetzt aber dann langsam aber sicher mal fahren können, wenn der andere dort weg ist. Würde ich sagen. Sonst gucken wir nachher dann gleich nochmal. Weil ich würde sagen, nee, jetzt kann er fahren. Wenn der jetzt weg ist, dann können die hier auch in die Gleise rein. Gut, dann können wir doch im Prinzip einen Zug kaufen. Nee, wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? In Singapur. Müssen wir noch schnell gucken. Das Gleis. Hier ist Singapur. Wo fährt unsere neue Linie rein? Macht das Sinn oder ist das deppert? Halt, falsch. Den hier brauche ich. Er fährt hier rein. Dann schauen wir hier doch mal nach der Belegung. Hier hätten wir noch freie Gleise. Okay. Und hier hätten wir auch noch ein freies Gleis. Sehe ich das richtig? Jawohl, das wäre die schwarze Linie. Kommen wir da hin? Dass wir irgendwie hier in dieses Gleis reingehen. Das ist ein Kopfbahnhof. Von der anderen Seite her kann nichts kommen. Aber wir können die Doppel-Lines machen, dann sehen wir es. Dass der in die... Ja, ich guck mal schnell. Wo sind wir denn? In Singapur. Da haben wir es doch. Nicht in die 2, sondern in die... wo haben wir die Zahlen? Da hinten. Die 4 wäre das. Könnte das sein? Ja, jetzt gefällt es mir besser. Macht er auch. Funktioniert. Ist trotzdem zweigleisig. Ja, jetzt ist es in Ordnung. Jetzt finde ich es... Very good. Lasst uns mal die Linie... Wir benennen die Linie schon. Das wäre eine IR. Jetzt muss ich aber natürlich schnell rausfinden. IR. Wie viele IRs haben wir denn schon? Was wäre das für eine Nummer? H-I-I-R. Da haben wir die 10. 17, das wäre die 18. IR 18. Mit dem Doppelpunkt.
von Weißwasser via, das lassen wir mal aus, via Rom nach Singapur. Machen wir mal so, würde ich sagen. Weißwasser Singapur, da fehlt mir noch ein Strich. So, einmal der hier, einmal diesen und einmal Enter. Und dann haben wir die Linie. Sehr gut. Jetzt, wir brauchen Zug. Lasst uns zurück nach Weißwasser düsen. Irgendwo hatten wir Weißwasser. Jetzt bin ich ganz falsch. Das ist Nidwerder. Moment, nee, Weißwasser ist weiter unten. Hier, da ist Weißwasser. Haben wir hier ein Depot? Wenn wir auf der Seite rausgehen. Moment. Sag mal, bis ich das jetzt hier gefunden habe. Jetzt hier. Hier ein Depot. Haben wir keins. Bräuchten aber in dem Fall. Wir können ja die Linie nochmal aufrufen. Die fährt hier lang. Hier ein Depot hin. Ja, das ist dann von krumm nach schief. Das kostet uns dann die Gebäude. Dann würde ich hier eins hinstellen. Dass hier das Ganze ins Gleis reingeht. Das machen wir mal. Ein Depot, bitteschön. Nehmen wir doch wieder mal das alte, das ganz alte gerne. Einmal drehen und hier ans Gleis ran. Wird das gleich in die Tiefe versetzt oder? Drehen wir sanft. Jetzt möchte er wieder nicht mehr sanft drehen. Ich drücke schon die richtigen Knöpfe, ja. Achso, nee, jetzt geht er rauf und runter. Ist es denn wahr? Nicht rauf und runter gehen. Das tut nicht Not. Was macht denn, was macht denn das Depot da? So, jetzt habe ich es halbwegs. Richtig. Wenn ich jetzt sanft drehe, das ist halt vom Höhendingens her, hüpft das in der Gegend rum. Deswegen ist das irgendwie gerade so merkwürdig. Und ich kriege das feine, Drehen mal wieder nicht mehr hin. Das ist vielleicht, weil es am Gleis andockt. Aber so ist doch okay. Mal gucken, ob wir hier irgendwie mit dem Gleis irgendwo reinkommen. Mal schauen. Irgendwie hier raus. Da rein. Doch, das funktioniert. Dazu hat man gerne ein Signal. Ein Zwerg. Einmal Zwerg Ahoi. Einmal zack den hier. Und schon funktioniert das Ganze. Sehr schön. Dann brauchen wir einen Zug. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, den Zugkauf kriegen wir noch hin. Und die Fahrt nach Weißwasser wahrscheinlich auch. Von hier aus. Was nehmen wir denn Schönes? Das ist ein Interregio. Das darf gerne irgendwie was Normales, Elektrisches sein, eine schöne Lokomotive, sowas zum Beispiel. Ja, DBAEG Vorspann. UNICEF. Bombardier. Komm, wir nehmen die Bombardier. Okay. 220. Ja, wirst du hier wahrscheinlich nicht aufs Parkett legen können. Aber schon mal gut. Eine weiße Lokomotive. Lass uns mal raufgehen bei den Passagierwagen. Doppelstock. Sollen wir nochmal einen Doppelstock machen? Ich hätte hier... nee. Nee, ich möchte hier keinen Doppelstock haben. Ich möchte hier einen ganz normalen Zug haben. Mit irgendwie weißen Wagen. Ja, oder vielleicht sogar mit denen hier. Da haben wir die Doppelstockwagen, die blauen. Die passen natürlich schon auch. Und die sind dann doch relativ schnell. Sie haben zwar kaum Kapazität, aber... wir gucken trotzdem mal noch schnell weiter. Ja, diese Teile passen natürlich auch, die IC-Teile. Oder ICE sogar, okay. Die würden hinten auch hinpassen. Kommt, so haben wir es glaube ich noch nicht von der Kombination her. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Machen wir mal, und da machen wir natürlich glatt, weil wir wahnsinnig sind, nochmal 205 Meter. Ne, komm, na, steht er wieder. Machen wir es so. Da machen wir aber zwei, das ist eine IR. Also zwei haben davon. Zuweisen wäre die IR18 Weißwasser Singapur. Das scheint schon zu funktionieren. Sehr schön. Hallöchen, Kollege. Aha. Ach, das sieht ja interessant aus. Okay, da habe ich ein bisschen was anderes erwartet, aber sehr nett. Und die Wagen natürlich E-Klasse. Was steht denn hier drauf? Lass uns mal schnell gucken. Moment, das kriege ich am besten hin, wenn ich das so mache. Ich kenne den Zustand meiner Lager und Getriebe. Mitrag Mechanical Condition Monitoring. Aha, eine Überwachung. Okay, ja, das freut mich, wenn du den Zustand von deinem Lager und Getriebe kennst. Das ist natürlich was sehr Schönes. Gut, gehen wir mal schnell raus. Lassen das wieder laufen. Gehen wir nochmal rein und gucken mal den Führerstand rein. Wir erkennen jetzt den Zustand des Führerstands. Ja, der sieht gut aus. Der ist gut aufgelöst. Das ist ein sehr schönes Modell hier. Die Wagen. Die haben wir, glaube ich, so tatsächlich noch nicht auf der Anlage. Das sind auch so Abteilwagen irgendwie.
Ah, auch nett. Sieht doch auch cool aus. So, einmal Höhe. Oh, wir sind im Tunnel drin. Okay. Wir pirschen mal nach vorne. Und düsen in unser Gleis rein. Das müsste ja funktionieren. Das haben wir ja extra so angeleiert. Da ist noch die Unilinie drin. Sehr gut. Ich hoffe, der kann fahren. Ja, das sieht ganz so aus, als würde... Nee, doch nicht. Oder setzt sich der gerade in Bewegung? Hm, doch, er fährt. Ja, sehr gut. Wenn der fährt, heißt das, dass da vorne wieder alles frei ist, nach oben rein. Das ist für uns ja auch wichtig, weil wir auch da lang müssen. Das werden wir aber dann in der morgigen Folge machen, würde ich sagen, liebe Freunde. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich... Ja, ich hoffe mal, wisst ihr was, dass wir noch einen fahrenden Zug haben. Ach, der fährt natürlich jetzt in die Richtung. Dann nehmen wir doch den gleich. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Dann werden wir hier einsteigen und mitfahren. Macht's gut, bis dann. Tschüss.